Willkommen zu einer neuen Folge von Mario Rabbits of Legends. Ohne Mario, nur Rabbits. Okay, Rabbits of Legends. Party of Legends, glaube Party ich. Party of Legends. Rabbits Party. Party Rabbits. Okay. wir spielen ein paar lustige Bewegungsmodi. Und, oh mein Gott, ja, ich finde endlich diese Alpaka wieder. Oh, ich habe das schon alles gemacht, aber ich war doof und habe jetzt die ganze Zeit auf zurück gedrückt. Falls ihr da etwas im Hintergrund hört, das ist meine Hündin oder beziehungsweise unsere Hündin Jessie. Die spielt gerade mit einem kleinen Leckerli und wirft es durch die Gegend. So, ich bin eine Chica. Ich bin das Tiger-Team. Tiger-Team, jetzt das Buch einblenden. Wieso das Buch? Oh, ich dachte, den Tiger in den Club habe ich mal gewechselt. Weil ich war immer auf Kika. Keine Produktplatzierung oder Werbung. Oh, wir sind beide Male, Female, Male, Female. Ah. Oh. Nur umgekehrt. Nice. Reversed. Dich gibt's übrigens noch mit braunem Fell. Hast du diese Tanzmodi gemacht, oder? Ja. Nice. Ich geh mal weiter nach rechts. Ja, nicht, dass du mich wieder schlägst. Du hast mich geschlagen vorhin. Okay. Steh auf und schüttle zum Beat. Hä, hey, sagen die gar nicht, wie wir das halten sollen. Warte mal, wollen wir eigentlich dazu diese Musik hören? Ich weiß nicht, dass du die verlierst. Ich verliere die nicht. Muss wieder zu hören. Weißt du, woran mich mein Partner erinnert? An den Drillaffen von Sing, wegen dieser roten Nase. Oh, da. Der Wiener, der Österreicher. Was, ein Österreicher? Okay. Ich glaube schon. Senkrecht halten. Ja, das vibriert gar nicht bei mir. Ja, doch. Nee, meiner vibriert nicht. Ist egal. Ich wollte nur kurz ein bisschen die Lautstärke verändern. Kannst du das vielleicht ein bisschen runterziehen? Nee, ne? Nee, schade. Schade. Ja, wir wissen, wie es funktioniert. Ja, ich will nicht sowas abziehen. Du musst gedrückt halten. Wenn ihr raten möchtet, wer diese Runde, beziehungsweise alle drei Runden gewinnen, also dieses Match, lasst es uns auch in den Kommentaren wissen. Ich habe das gesehen. Hab mich nur gekratzt. Ah, stimmt, die waren schon wieder so. Schade eigentlich, dass es... Willst du eigentlich auch die Musik hören? Basically dasselbe Minigame immer ist, nur in einem anderen Hintergrund, aber naja. Hoch! Hoch links. Hey. Hoch rechts. Hey. Vor wie beim Step Aerobic oder so. Wir müssen mal Albtraum machen. Stimmt, das hätte ich machen sollen. Das wäre noch mal witziger gewesen. Können wir gleich machen. Die Musik ist so cool, wir sollten die auch mal auf laut machen. Damit du die aufhörst, sonst kommst du gar nicht in den Rhythmus. Oh, das war ein Perfekt, fand ich eigentlich nicht. Du bewegst dich zu viel. Hä, hey, das ist ein Rhythmusspiel, da bewegt ich man weiß sich. Ich weiß nicht, wie wir alle drei aushalten, sondern ich kann jetzt schon. Echt? Nicht ja, mehr. Hast auch ein Laser an. Das nennt man Jacket. True. Oh, es vibriert. Ich glaube, weil ich so gut bin. Nein, oh. Warum kann ich nicht meine Klappe halten? Meine 23er Strähne weg. Ich bin basically, by the way, rot, ganz links. Und ich bin das Alpaka-Mädchen. Das ist kein Alpaka, das ist ein Affe. Sieht aus wie ein Alpaka. Famous ist blau, Nummer 3, unten auf dem Screen. Oh, ich war jetzt nur gut. Gleich müssen wir wieder shaken. Shake your baby silent. Ja, genau. Hä, kennst du den Song nicht? Nein. Shake your baby. Oh mein Gott, ich war shake perfekt. Your baby. Shake hey, your baby. Deswegen soll man, by the way, auch diese Schlaufe dran machen. Ihr sollten wir gleich einfach machen, weil die ist mir voll aus der Hand gerutscht. Shake your baby silent. Ich war vorhin wie in so einem Salsa-Kurs. Okay, ich sollte aufhören damit. Und falls ihr eine Challenge sehen wollt, wo einer von uns die Augen zu hat und der andere dann sagen muss, was der andere macht, schreibt das auch mal in die Kommentare, weil das könnte echt witzig werden. Das könnte echt lustig werden. Aber Famous ist diejenige, die Augen zu hat, weil warum? Ich bei einem Bass-Video einmal blindfolded true, war. True, true. Ja, das war unser erstes Video mit Cam. Ich weiß nicht, Need for Speed, wo wir Wanted gemacht haben. Weißt du, ne? Ach so. Vielleicht haben wir es in einer anderen Reihenfolge hochgeladen, aber ich meine, das Bass-Video. Oh, kann jetzt sein. Wechselst du eigentlich die Hände? Nö. Du? Ich habe jetzt mal einen links gemacht. Also, wir müssen mal so richtig. Hektik-Modus. Man sieht deine Punkte, weil es nicht von der Cam überlagert ist. Oh mein Gott, wer schneller? Wow, diese E-Gitarre dabei. Wir sehen leider nicht deine Punkte. Jetzt würde mich mal interessieren, wer führt. Obwohl, nee, du hast gewonnen, weil du Gold leuchtest. Oh, ja. Also, sollen wir mal eben die Kopfhörer holen, diese Headphones? Da könnten wir auch laut machen. Ich finde, das ist cooler, wenn man Musik hat. Nimm die
nimmt das noch auf? Mhm. Neues Spiel freigeschaltet. Schicksalsbücher Farbschlacht. Hä? Hatten wir es nicht letztes Mal schon freigeschaltet? Oh, nächste Freischaltung ist die Hände des Erwachten. Das klingt super gut. Das klingt super interessant. Das war Tanzduell am Meer. Echt? War es beachig? Ich glaube, da war es mehr im Hintergrund. Ich habe drauf geachtet. Jetzt kommt... Also ich habe das, was wir letzte Folge gemacht haben, mal ans Ende gepackt, damit wir es nicht direkt als selben Mode haben. Deswegen kommt jetzt der Goldreiftanz. Hatten wir den schon? Ich weiß nicht, was in der Aufnahme war, die nichts geworden ist. Da hatten wir ja einen von denen. Oh. Deswegen. Das war der bestimmt witzigste. Ist ja immer so. Ja, da habe ich meine Sis geschlagen. Ja, aber aus Versehen. Ich habe dir schon verziehen. Senkrecht? Das ist senkrecht, oder? Ja. Guck, das vibriert gar nicht. Vibriert das bei dir? Ganz, ganz leicht. Bei mir das gar nicht. Das ist dieses Rumble, dieses HD-Rumble, was da drin ist. Na, Jesse, tanzt du mit uns? Taste drücken. Tut doch. Ah, hier sind diese blöden Rapid-Tanzbewegungen. Wie macht er das so? Nee, ich glaube, der macht so die Hände zusammen wie Lecce. Ich hab keine Schlaufe. Stimmt, hätten wir gerade eigentlich machen sollen. Challenge Time, wer kriegt eine höhere? Perfekt. Muss man beide Hände machen? Nö. Guck mal, mach so Wellenförmung. Oh, perfekt, 6. Oh, wir sind beide auf Platz 1. Ah, nee, ich nicht. Hä? Fühlt nur einen Rhythmus für. In den Kommentaren. Bitte mehr Rhythm im Blut. Oh, wir sind tatsächlich nicht gleich. Also, du hast Noten, wenn ich keine habe, zum Beispiel. Wie findest du das denn immer? Links, rechts. Müssen wir hoch oder runter? Oder müssen wir in die Richtung? Oder in die Richtung? Müssen wir in die Richtung, in die Richtung, in die Richtung oder in die Richtung? Ich glaube, wir müssen in die Richtung, die Richtung, die Richtung und die Richtung. Oh, da war ein Schild. Da vorne, da ist Meckes. Meckes vor allem. Was da ist die Ausfahrt. Werbung du machst. Hey, du hast die Ausfahrt da vorne verpasst. Du musst aber einen Beat hören. Hey, du musst auch Rollenspiel machen. Nee. Das kann man so komisch. Warte mal die anderen. Nein, das ist Fudeln. Nee, ich kann nur mit links. Ja, man kann wirklich schon ein bisschen früher machen. Dann schaffst du es auch. Also, habe mich das erinnert an diese Wii-Spiele, wo man mit diesem Schwert diese Dinger zerstören musste. Joggen auf der Stelle. Ich komme mir vor wie Sonic. Ja? Wie ist Sonic denn? Wie kommt sich Sonic vor? Schnell. Wie ein schneller Igel. Ich glaube, diesmal habe ich gewonnen. Ich glaube auch. Das heißt, die letzte Runde entscheidet. Spannend. Ich mache meinen Dressel-Tür auf. Guck mal, wie traurig du da sitzt. Boah, du hast echt 1000 Punkte mehr gehabt. Wie traurig. Ja, die haben ja sogar eine rote. Oh, ja, ich glaube, das liegt an deinem Kostüm, oder? Oh, könnte sein. Diesmal trägt Sandy nicht sämtliches Gepäck. Okay, die letzte Runde entscheidet. Spannende Musik. Dum, 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 dum. Ja, den musst du einblenden. Steh auf und schüttle zum Beat. Steh auf. Ich stehe schon. Ich finde diesen Ladebildschirm irgendwie voll witzig. Ja, ich finde auch voll cool. Das erinnert mich irgendwie wirklich an so eine kleine Schulgruppe oder Farbfindergruppe. Nein, ich mich jetzt irgendwie im Pocken runter. Hast du gesehen, wie ich so einen Hüftdance mache? Mhm. Das war echt der Blödi. Dieses Face von meinem Bot. Steh auf und schüttel zum Beat. Immer bin ich immer die Letzte. Ja. Ich habe schon wieder keine Schlaufe dran gemacht. Mal sehen, das große Finale. Disco-Höhle. Oh, ich bin jetzt. Secret Cave. Mein Gott, bin ich da? Habe ich immer falsch geguckt? Oh mein Gott, ich glaube, ich habe immer auf die linke geguckt. Nee, ich glaube, das war unterschiedlich. Oh, jetzt bist du neben mir, aber vorhin warst du, glaube ich, Nummer 3. Echt? Weil dann habe ich immer auf die dritte geguckt. Aber was machen wir eigentlich auch unterschiedliche Bewegungen? Weil ich glaube, jetzt bewegen die sich voll dämlich. Keine Ahnung. Boah, ich muss nicht was sagen. Ja, zeig ich doch. Der Weg oder der Weg oder der Weg. Boah, jetzt habe ich sogar mit meinem Finger in die Richtung gezeigt. Bellt da einer? Bellen die Rabbit? Das sind Nintendogs. Oh ja. Boah, unsere Hunde müssen eigentlich schon tot sein bei Nintendogs.
ein paar Jahren gefüttert. Eigentlich müssen die sich dann richtig freuen, wenn wir wieder zurückkommen. Weißt du, ob ich dir mal die Decke geschlagen habe? Oh ja, lass mal deine Händen nach oben machen. Ja, nee, hab ich vorhin gesagt. Kann ich nicht mit dem Jackett. So. YMCA. So, ich mach die ganze Zeit so. Aber echt mal wie so ein Wii-Spiel. Oh mein Gott, du führst ja. Warum bist du so gut geworden? Der ist dich angenommen. Ja, ja. Ich bin halt sehr sportlich. Boah, dieses Gebälle oder was auch immer das ist, das nervt so ultra. Guck mal, wie das Bild da im Hintergrund posiert. Ja. Ich glaube, wir nehmen das echt nicht an, wenn ich das zu weit weg mache irgendwie von der Switch. Oh, aber die Switch ist auf deiner Seite. Und irgendwas stimmt nicht. Irgendwie, wenn ich das zu weit nach oben mache, nimmt das nicht an. Kann sein, tatsächlich. Aber ich bin größer als du, dadurch bin ich automatisch ein bisschen höher als du. Hm. Oh, ich habe gerade eine Taste außerdem mitgedrückt. Vielleicht liegt das auch daran. Da hat ich nämlich auch daneben bekommen. Wie das genau ging. Oh, deine Farbe gefällt. Nee, eigentlich gefallen mir alle Farben gerade. Brauchst dich gar nicht mehr anzustrengen, kannst mich nicht mehr einholen. Genau. Ja, ich war echt nicht so gut diesmal. Boah, ich hab den Part gewonnen. Ja, what happened? Ich hab heimlich heute Nacht trainiert. Ja, wir hatten letzte das Planerspiel noch nicht mal gespielt gestern. Weißt du, woran das liegt? Mit den Waifus gewinne ich. Wobei, das auch an. Okay, und? Konntet ihr das erraten, wer dieses Mal gewinnt? Da steht's nochmal links, wer der Gewinner ist. Ja. Die hätten aber ruhig rechts nochmal so Loser schreiben können oder Verlierer. Ja, das ist aber, glaube ich, ein Kids-Game, oder? Weißt du, vielleicht blende ich das dann ein. Ja, genau. Aber immer nur bei mir, oder? Falls ihr es erraten konntet, lasst es uns gerne wissen. Die Kommentare gerne. Ja, war eigentlich ganz witzig, oder? Ihr wundert euch bestimmt, warum wir diesmal etwas anders gestylt sind. Naja, wir wollten einfach mal zeigen, dass man auch, wenn man berufstätig ist, Student ist, fest im Job ist, also wirklich fest und eine hohe Position hat, einfach auch spielen kann, weil Gaming einfach verbindet. Und uns macht das Spaß, uns auch immer so zu zeigen. Ich hatte immer in so einem Oversize-Pulli und in Jogginghose, denn das sind wir eben auch. Ja, und wolltest du noch was sagen? Nö, eigentlich nicht. Ja. Meine Schwester hat schon alles gesagt. Ciao, ciao. Lasst uns gerne einen Kommentar darüber, ob ihr derselben Meinung seid und ob ihr natürlich richtig gelegen habt. Bye!